bin Sophie Drummel, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Wien und ich spiele Geige und Klavier. Und ich werde beim Jeunesse Startup Konzert am 23. September im Wiener Musikverein spielen. Es kommt ja sehr häufig vor, dass Kinder zwei Instrumente lernen, aber irgendwann mal kommt dann der Moment, wo man sagt, das eine habe ich lieber oder das eine geht besser als das andere, und dann steigt das eine immer mehr hoch und das andere wird halt fallen gelassen. Und bei mir war das irgendwie nie so. Es war immer normal, diese zwei zu spielen, und ich wüsste nicht, welches ich wegschmeißen soll. Ich vergleiche es auch immer ganz gern mit zum Beispiel Sprachen. Wenn jemand mit einer Sprache aufwächst oder wenn jemand mit zwei Sprachen aufwächst, ist es ganz anders. Und der mit zwei Sprachen aufwächst, der sowieso, ist ja ganz normal. Musikalisch kann man sagen, das Klavier ist eigentlich ein perkussives Instrument, wenn man so will. Man drückt auf die Taste und es kommt ein Ton raus. Und bei Streichinstrumenten, auch Blasinstrumenten, muss man zuerst eine Klangvorstellung haben, bevor man überhaupt einen Ton erzeugen kann. Und das ist für mich sehr wichtig, das aufs Klavier zu übertragen, quasi zu wissen, wie will ich, dass das klingt, und wirklich den Ton im Kopf schon zu formen und quasi zu singen am Instrument. Manchmal wache ich auf und sage, ich bin eine Pianistin, manchmal wache ich auf und sage, ich bin eine Geigerin, aber meistens ist es sehr ausgeglichen. Lisa Smirnova, sie wird in ihrem Konzert ein reines Mozart-Programm spielen. Und da dachte ich, werde ich versuchen, einen Bezug dazu zu finden und werde auch ein fast reines Mozart-Programm spielen, nämlich die dritte Mozart-Sonate in B-Dur, KV 281, und dann von Franz Liszt die Reminiscence über Don Juan, über Don Giovanni, die Oper von Mozart. Und ich finde, es ist ein sehr irgendwie abwechslungsreiches Programm und auf der einen Seite eine sehr frühe Mozart-Sonate, wo man vielleicht noch sagen kann, sehr simpel, sehr schön und lebhaft, und dann dieser Brocken von Liszt, von schwer und viele Noten. Frühen Mozart-Sonaten machen Spaß einfach zu spielen. Da ist sehr viel, steckt sehr viel Freude drinnen und eben sehr viel Witz, was dann gegenüber Liszt ganz anders ist, was Liszt mit dem Stück von Don Giovanni macht, mit diesem riesen orchestralen Werk. Was Liszt mit Don Giovanni macht, finde ich eigentlich ganz toll, weil er behält irgendwie diesen Spirit von der Mozart-Oper und dieses ganz simple, schöne Thema, das behält er alles und bastelt dann damit herum und baut alle möglichen virtuosen Sachen ein, aber es bleibt irgendwie trotzdem diese Oper zu erkennen. Also man kann jetzt nicht sagen, Liszt macht jetzt das jetzt mein Stück und ich mache jetzt was ganz anderes draus, sondern er behält trotzdem irgendwie diesen Mozart drinnen.